Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Factorio hier auf meinem Kanal von PS Frankenstein. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja. So, es unreicht die Abdeckung. Ach, da habe ich ja noch genug. So, das letzte Mal waren wir stehen geblieben. Es fehlt mir jetzt Holz, fehlt mir. Letztes Mal waren wir stehen geblieben. Nachdem wir den Kupferausbau mit den Zügen so gut hingekriegt haben, auch die Platinenproduktion voranzutreiben, was wir jetzt gemacht haben, indem wir da nochmal eine massive Kupferleitungproduktion gemacht haben, was soweit auch zu funktionieren scheint. Und jetzt wollten wir uns noch wieder um den Strom kümmern. Das kostet alles Strom, was wir da bauen. Und die Akkus können nachts nicht mehr geladen werden, weil wir tagsüber noch nicht mal genug Strom produzieren. Um das zu beheben, wollen wir jetzt noch mehr Solarzellen produzieren. So, jetzt haben wir nochmal ein paar. So. Ist das wieder zu. Bauplan Solarpanel. Die sollen so hin. So, ihr kriegt jetzt noch die Holzpolen da rein, damit ihr euch nicht beschwert auf Holzpolen, ihr habt zu wenig Holzpolen. So, und ich gebe euch, spendiere euch sogar noch mal ein paar Bauroboter und schauen mal, wie viele andere Roboter wir überhaupt schon haben. Das ist hier jetzt alles voll. Wie sieht es mit den Lagertanks aus? Halb. Randvoll. Sehr schön. So habe ich es mir auch in etwa vorgestellt. Wasserversorgung steht auch noch einwandfrei. Genau, da konnten jetzt keine Motorenteile mehr produziert werden. In dem Fall sind auch Logistikroboter sind gut ausge. Solche Bauroboter haben wir nochmal, ich glaube 12 Stück. Kriegen wir 8 Stück hin, 8 Stück kriegen wir hin. Momentan kriegen wir nur 4 Stück hin. Merken 4 Stück. So, 4 Stück hatten wir. 5 sind 9, sind 10. Na gut. Baue ich doch alle zum Dingroboter um. Dann muss ich hier eine Kiste noch in eine Anforderungskiste ändern. Dass ich wieder Maschinenteile gebaut bekomme. Anforderungskiste da. Und zwar soll das Ding Stahlträger anfordern. Gut. Damit die Produktion wieder steigt. Dann habe ich jetzt irgendwo noch die Bauroboter. Gut. Ja, du hast gleich genug Roboter frei. So. Schau mal, wie die Energie wieder steigt. Da können wir jetzt bei zuschauen im Prinzip. Sehr schön. Begleitroboteranzahl nehme ich auch noch mehr mit, gerne. Gut, so.
wichtig. Also ich muss gleich wieder Akkus nachrüsten, wie verrückt. Aber das bekommen wir ja alles hin. Wir haben ja zum Glück genug Produzenten. Größten Energiebedarf haben eigentlich die Schmelzöfen momentan und danach die Flugroboter. So. Bloß es reicht immer noch nicht, um meinen Energiebedarf für den Tag zu decken. Also nochmal eins bauen. Würde doch erstmal mal reichen, um so langsam meinen Energiebedarf. Meine 18 Megawatt, das ist schon eine Leistung für Solaranlagen. So, ein paar Solarzellen fehlen noch. Jetzt kann ich sogar die wieder laden ein bisschen mit, naja, eigentlich gar nichts an Strom, muss ich sagen. Also viel Strom ist das nicht, was ich daraus kriege. Ich muss tatsächlich nochmal welche bauen. Baue ich nach unten jetzt mal. Gut. Dam dam. So. Für Solarzellen haben wir dann 2 Stück. Okay. Das ist natürlich gar nichts an Solarzellen. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir mehr haben. Wenn ich ehrlich bin. Vor allem wäre jetzt noch nicht mal tagsüber. Und jetzt nimmt die Energie ab. Jetzt haben wir nicht gleich wieder alles, keine Energie mehr. Okay. So. Gut. So gefällt mir das von der Produktion her schon. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir auch mit den grünen Chips jetzt. Das gefällt mir jetzt ungemein. Schau ich mal, wie viel Kupfer und so weiter wir noch auf Vorrat immer haben. Ist der Zug gerade entladen. Okay, viel Kupfer ist es echt nicht, was da ankommt. Irgendwas ist da schiefgelaufen bei der Kupferproduktion, glaube ich. Das soll ein schneller Greifarm sein. Glaube ich irgendwie nicht so ganz. Die haben doch eigentlich viel, viel schneller gearbeitet. Ach, denen geht der Strom immer aus. Ja klar, denen geht der Strom aus. Gut. Okay, ich brauche mehr Strom. Die Solarzellen habe ich viel zu wenig eigentlich.
Dann geht natürlich der Strom aus. So. Ja, jetzt so langsam geht er erst wieder hoch. Bis ich nachher wieder auf 22 Megawatt komme. Was ja immer noch definitiv zu wenig ist. So. Brauche ich mal zwei von diesen Modulen noch, um die Geschwindigkeit ein bisschen zu steigern. Brauchen es extrem lange, bis sie hergestellt werden, aber ich kriege zumindest mal. So wollte ich gerade sagen, so arbeiten sie da oben viel, viel zuverlässiger und schneller. Trotzdem kriege ich die Kiste nicht gerade voll. So. Ich erforsche es immer nicht, um Strom zu sparen. Ich warte jetzt immer auf neue Solarzellen. Ich glaube, ich lasse gleich in der nächsten Folgenpause den einfach mal durchlaufen. Eine Zeit lang. So, meist noch 8 Minuten lang. Ich kann mir schon Militärzubehör herstellen. Schwere Rüstung, nee. Das wollte ich gar nicht haben. Verteidigerkapsel. Ich habe den noch nicht erforscht, den Kampfroboteranzug, da modulare Rüstung. Ne, habe ich noch nicht erforscht gehabt. Dann kommt die jetzt dran. 17. Solange ihr nichts zu tun habt, dürft ihr mir hier unten noch mal Akkuparks hinbauen. Da passt hier noch einer rein. Jo. Ah, da ist der Stein im Weg. Ja, das reicht einmal. Ich habe sogar ein Stück geladen bekommen, also so schlecht kann es mit Energie nicht stehen. Obwohl doch, ich glaube schon. Stück nur, ist nicht viel. Liebe Leute. Das ist weniger als das, was ich mir erhofft habe. Zwei Panzer. Hangars, Panzerhangars sag ich schon. Flugroboterhangars. Baue ich da oben jetzt dann nochmal per Hand weiter. Hier zum Beispiel überall fehlt noch eine Reihe.
baue ich jetzt per Hand noch auf. Wird mir zwar nicht so viel Energie bringen, aber immerhin besser als gar nichts. Oder? Wie packt ihn nochmal? Maximale Leistung sind eine Solarzelle. 60 Kilowatt, 4 Stück sind 240 Kilowatt mehr. Muss immer reichen. So. Panzerhangar sind fertig. So. Gut, 4 Minuten noch. Die bauen da unten schon mal ein paar wieder mehr hin. Auch das freut mich schon mal. So. Die fahren natürlich jetzt langsam wieder hoch. Die Solarzellen. Oh, die haben wir jetzt hier drin. 7 Stück nur noch, weil die gerade daraus gebaut haben. Ja klar. Den haben sehr lange Zeit halt die Schaltkreise gefehlt. Aber sieh, wie viel Strom fährt jetzt eigentlich wieder hoch. So. So. Trotzdem das, was ich an Energie aufgeladen bekomme, reicht halt nie im Leben aus. Da muss ich nochmal so einen ganzen, liebst du nochmal 3 Stacks bauen. Dann habe ich nämlich auch für die Nacht eigentlich genug Strom für den Solarzellen. Ich muss halt schaffen, innerhalb eines halben Solartages die gesamte Energie wieder aufzubauen. So, jetzt ist die Stromforschung mal weg. Jetzt könnte ich eigentlich nochmal wirklich mit aufladen dabei. Ich bin halt wirklich immer ganz knapp am Limit. Ich schaffe das gerade mal momentan mit, na gut, 2,5 Megawatt ist schon was zu laden. Also gut, ohne Forschung da schon hin. So, jetzt kann ich mir aber hier. Daher brauche ich mal den Prozessor ja wieder, stimmt ja. Daher brauche ich wieder Schwefelsäure. Gut, da habe ich jetzt auch keinen Bock, den noch herzustellen. Das ist eher im Folgenlimit, ich wollte mal schauen. 22 Stück. Da stelle ich die Nummer gerade her. Ich wollte hier die beiden Stuhlräume machen. Ein bisschen schneller herstellt, er braucht jetzt auch mehr Strom. Dafür stellt er ein bisschen schneller her. So. Dann gehen wir ein bisschen Holz hacken.
Ja, dabei dürft ihr noch zuschauen. So. Dann werden wir alles abholzen. Stellen nochmal 50 Stück her. Dann habe ich da bald wieder die 50 voll. Dann kann ich zumindest einen halben Solarpark wieder bauen. 100 Bücherbrühe für einen Solarpark. Machen wir mal eine 25-Minuten-Folge, dann kann ich die schon mal einen Bauauftrag geben. Wie viel habe ich eigentlich nochmal Baudrohnen jetzt? 23. Und 76 Logistikdrohnen, wovon keine einzige verfügbar ist. Das heißt, da muss ich leider nochmal nachlegen. Nicht, dass denen deswegen hier was ausgeht. Nee, gut. Scheint mal nicht so, die fliegen jetzt ja ganz aktiv. Fast schon hyperaktiv, würde ich ja sagen. Jetzt habe ich wieder 123 Elektropfosten. Geht es im Strom aus. Ist immer noch im Laden. Zwar nicht mehr viel. Na gut, jetzt soll ich wieder am Strom raushauen. Aber so kriege ich zumindest die Dämmerung wieder ein bisschen überbrückt. Da wird gleich schon wieder alles voll gebaut. Dann ist ein Stein. Gut, dann muss der mal weg. Habe ich noch Handgranaten? Nein, davon stelle ich jetzt auch keine mehr her. Reicht eigentlich da unten noch alles? Ja, knapp. Und könnte ich ruhig noch einen Tower brauchen. Gut, in dem Fall sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ich lasse noch ein bisschen weiterlaufen zwischen den Folgen, weil ein bisschen weiter gebaut wurde und es weiter produziert wurde. Bis dahin, ciao.